Nummer 6. Das Revol Dirt VTC ist ein 20 Zoll Faltelektrofahrrad für Erwachsene und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km pro Stunde bei einer Autonomie von 40 km. Ausgestattet mit einem 250 Watt Motor verfügt es über eine Lithium-Ionen-Batterie mit 36 V und 10 Amperestunden und ist in etwa 3 Stunden wieder aufgeladen. Es ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, über die 3 verfügbare Geschwindigkeiten ausgewählt werden können. Die Räder sind 20 Zoll groß, auf denen Fett-Reifen mit großem Geländeprofil montiert sind. Beinhaltet LED-Front- und Rückleuchten, Gepäckträger, Scheibenbremsen vorne und hinten, 6-Gang-Shimano-Getriebe mit einem Gesamtgewicht von 18 Kilogramm. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 5. Das LANKELEISIQF 600 ist ein Unisex-Pfatebike und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Es ist ein faltbares, pedalunterstütztes E-Bike mit 20 Zoll Rädern, Aluminiumrahmen, Niveaubremssystem mit Doppelscheibenbremsen vorne und hinten und einem 240 Watt Motor. Lithium-Ionen-Batteriepack mit 36 V 15 Amperestunden oder 48 V 12 Amperestunden und kann in 5/7 Stunden wieder aufgeladen werden. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. Nummer 4. Dieses E-Bike Modell New York 16 von Momo Design ist auch ein stilvolles und formschönes Elektrofaltrad mit interessanten Lösungen wie der Batterie unter dem Sattel. Es ist ein Medium von guter Bauqualität zu einem erschwinglichen Preis. Es wiegt einschließlich Batterie 14,9 Kilogramm, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km pro Stunde und eine Autonomie von 50 km. Die Batterie ist eine 36 V Lithium-Batterie mit 6,4 Amperestunden. Die Räder haben 16 Zoll, mit Scheibenbremsen und Aluminiumrahmen. Maximales Gewicht 100 Kilogramm. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 3. Das Argento Piuma ist das ideale Tretrad für den Weg zur Arbeit, ins Stadtzentrum oder für einen Ausflug in den Park. Es ist vollständig zusammenklappbar und in der Tat bequem und leicht mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu transportieren. Es ist sehr leicht und hat kleine Abmessungen, die es wendig und zackig machen. Es verfügt über eine LED-Anzeige zur Einstellung des Einschaltens des E-Bikes, der Steuerung der Beleuchtung und der Auswahl der Tretunterstützung auf 3 Stufen. Der bürstenlose XF-Heckmotor und die Samsung 36 V 10,4 Amperestunden Batterie ermöglichen es Ihnen, mit wenig Aufwand die besten Ergebnisse zu erzielen. Ausgestattet mit einem 7-Gang-Shimano-Getriebe und einem Tektro-Bremssystem mit automatischer Motorabschaltung. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Das iBike Volt 20 ist perfekt für diejenigen, die Platzprobleme haben. Zwischen den faltbaren E-Bikes ist es klein genug, um sicher im Büro unter dem Schreibtisch oder im Kofferraum Ihres Autos, Wohnmobils oder Bootes verstaut zu werden. Es hat einen schwarzen Stahlrahmen, 20 Zoll Räder, einen bürstenlosen 200 Watt Heckmotor mit 3 Unterstützungsstufen, eine Lithium-Batterie 36 V 8 Amperestunden, was 288 Wattstunden entspricht. Es lädt sich in etwa 6 Stunden auf, wiegt 24 Kilogramm und hat eine Kapazität von 120 Kilogramm. Seine Autonomie beträgt etwa 30 Kilometer mit Steigungen bis zu 10 Grad. Es hat auch eine Unterstützung für Smartphones mit USB-Ladung. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Das E-Bike Fiat 500 eignet sich hervorragend zum Fahren im Stadtverkehr, ist leicht und einfach zu handhaben. Dank seiner kompakten Größe ist es, einmal zusammengeklappt, leicht auf öffentlichen Verkehrsmitteln zu transportieren oder im Kofferraum des Autos zu verstauen.
Der Aluminiumrahmen ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die Räder in Größe 16 sorgen zusammen mit den Scheibenbremsen für sicheres Bremsen unter allen Bedingungen. Der leistungsstärke bürstenlose Motor des E-Bike Fiat 500 ist in die Hinterradnabe integriert und garantiert Kraft und Beschleunigung. Dank des 6400 mAh Akkus beträgt die Reichweite bei maximaler Geschwindigkeit zwischen 20, 25 km und ist in durchschnittlich 3 Stunden voll aufgeladen. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken.